Hi Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity mit dieser hübschen Dame da im Vordergrund. Ja, da kann ja gar nichts mehr schief gehen, ne? So, haben einen Auftrag bekommen. Haben wir den Auftrag bekommen? Nein, wir haben noch keinen Auftrag bekommen. Gut, und dann werden wir jetzt mal ganz einfach machen und hier durchhüpfen. Hui! Und ein Fundstück bekommen. Das haben wir jetzt aber bekommen. Gut. Wir müssen als nächstes in unserer Hauptquestreihe zur Notre Dame. Aber ich weiß noch gar nicht, ob wir das machen. Also beziehungsweise jetzt gleich. Meinte ich damit, wir könnten erstmal den Aussichtspunkt hier holen. Da hätte ich mal Bock drauf. Und dann schauen wir mal, ob es hier vielleicht eine kleine Nebenmission für uns zu holen gibt. Wenn Arno nicht wieder irgendeinen Bockmist hier gerade baut. Oh, das war doch ein netter Move. Den kann nicht jeder. So, hoch, hoch, hoch. Komm, Arno, zeig uns, was du kannst. Da. Hui! Wie kommen wir da am besten hin? Einmal hier. Mit Riesenschornsteine. Den Rückwärtssprung können wir noch gar nicht. Schwupps, sind wir gleich da. Das ging ja schneller als erwartet. Gefällt mir aber auch, müssen wir nicht zu viel Zeit mit verplempern. Das Coole an Unity ist, der kann sich hier manchmal echt weit schwingen. Ja, und man hört die geile Musik schon wieder. Jetzt müsste ich nochmal hochkommen. Komm, Anno. Gib alles. Da. Und synchronisieren. Auch wenn es nur ein kleiner Bezirk ist, er sieht wieder mega geil aus. Ha, ich freue mich über jede Kamerafahrt, die ich bei Assassin's Creed mache, egal, eigentlich fast egal bei welchem Teil. So, die ersten Kamerafahrten sahen schon bei Assassin's Creed 1 sahen schon mega cool aus. So, und jetzt können wir auch sehen, was wir hier so alles Tolles haben. Aber erstmal natürlich der Todessprung. Bam. Sehr schön, was sagt die Karte? Hier gibt es ja gar keine Nebenmission außer dieses Nostradamus-Rätsel, aber das möchte ich vorläufig noch nicht machen. Das Café de Théâtre, da gehen wir mal hin. Diese Café de Théâtre-Mission bringen uns auf Dauer für unser eigenes Café mehr Geld pro Zeiteinheit. Ich weiß gar nicht genau, was eine Zeiteinheit ist. Eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und da gibt es dann immer Geld für uns, das wir dann zur freien Verfügung haben. Und je mehr Missionen wir da gemacht haben, desto höher ist halt der Geldumsatz. Deswegen kann man das ganz gut immer machen. Oder ist das tatsächlich... Nee. Das können wir machen. Erkunden. Man darf gespannt sein. Wenn der Ladebildschirm weg ist. Aha. Kann ich euch behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Ein Weg zum Sanktuarium. Nicht so protzig wie der Eingang zur Sainte-Chapelle, doch dafür gehört es uns. Es war Teil unseres Spionagenetzwerks. Aber im Moment sind es harte Zeiten. Wie kann ich helfen? Ich halte auch schon nach allen Gelegenheiten, die sich ergeben mögen. Vielleicht solltet ihr auch mit dem Verwalter darüber sprechen, das Gebäude zu renovieren. Ich bin aber zurzeit alles andere als flüssig. Alle Einnahmen des Cafés gehören euch und ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Das Geld wird in einer Truhe im Arbeitszimmer hinterlegt. Und je mehr ihr hier verbessert, desto mehr Einnahmen. Genau. Ihr werdet feststellen, dass die Expansion in andere Bezirke ebenfalls Gewinne abwirft. Merci. Genau, und hier wurde eben dann quasi kurz das erklärt, was ich euch eben schon erzählt habe. Je mehr Renovierung, desto mehr Geld für uns. So, die Truhe wird dann wahrscheinlich über uns sein, ja? Müssen wir mal gucken.
einfach mal hochgehen. Und hier ist dann das Arbeitszimmer, ja? Ja, nein, vielleicht. Arnos Zimmer. Moment. Jetzt muss ich gerade selbst wieder suchen hier. Irgendwie. Ah ja. Anpassung ansehen. Genau. Rang ausblenden. Fortschrittsanzeige ansehen. Nein, das war jetzt eigentlich nicht. Was? Ausstattung? Nein. Eigentlich wollte ich mir gerade die Sachen hier vom Café ansehen und nicht meine eigenen. Ja, nehmen wir halt den schnellen Weg runter. Geht nicht. Hier darf ich kein Mist bauen. Das ist doch langweilig. Wer will denn sowas? Was haben wir hier? Liste sozialer Kontakte. Kurz im Moment alle offline. Das ist ja toll. Aha, hier ist das Zimmer, was ich suche. Arbeitszimmer, Einkommen nehmen. Eine Zeiteinheit sind, keine Ahnung, aber noch 20 Minuten zur nächsten. Und maximal können 80 Franc drin liegen. Im Moment haben wir 20. Egal, nehmen wir. 20 Franc haben oder nicht haben, ne? So. Genau, hier können wir sehen. Wenn wir jetzt hier auf Renovieren klicken, können wir sehen, wie viel alles kosten würde. 100 Franc. 250. 1000 Franc für die Fassade, obere Stockwerke 5000. Schliff. Ja, kostet 15.000. Ich glaube, ich hatte. Das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. Da schauen wir doch gleich mal nach. Ein neuer Raum ist verfügbar im Erdgeschoss. Sehr schön. Und eine Café de Théâtre Mission ist freigeschaltet worden. Da schauen wir uns... Hallo? Auch gleich mal um. Ich glaube, beim anderen Spiel, was ich hatte, hatte ich alles renovieren können. Auch den letzten Schliff, obwohl der so teuer war. In der Küche, ja. Jetzt musste man erstmal wieder die Küche finden. Das ist so ein kleiner Minuspunkt, den ich sehe. Ich finde die Räume einfach immer nicht. So, hier ist die Küche jedenfalls nicht. Das sieht jetzt auch nicht zwangsläufig nach Küche aus, ne? Vielleicht aber finden wir... Okay, das wäre dann die Mission. Um die kümmern wir uns bestimmt gleich, wenn ich die Küche hier irgendwann mal gefunden habe. Wobei ich immer noch nicht weiß, wo sie ist. Okay, das hier wird später sehr viel schöner aussehen. Im Moment leider noch nicht, aber... Aha, das ist doch die Küche, oder? Ja. Ah, und das ist der Raum, den er gefunden hat. Sehr schön. Was haben wir denn hier drin? Nichts. Datenbankeintrag, Tagebuch von damals Thomas de Carignan. Noch irgendwas? Ne, sonst sieht es hier noch nichts weiter aus. Na gut. Dann gehen wir erstmal ins Café zurück und machen diese Café de Théâtre Mission, ne? Gucken, was wir da so machen müssen. Da ist ja nicht gerade keine Musik. Das finde ich ein bisschen lahm. Bisschen lame. Akzeptieren und nachverfolgen. Fanatiker genannt, les actes des apôtres, sind dabei, Bücher zu verbrennen. Viele seltene Manuskripte sind in Gefahr. Trifft meinen Kontakt am Place Dauphine und rettet, was ihr könnt. Wir werden ihnen hier ein schönes Heim bieten. Wird gemacht. Mit dem Kontakt sprechen. Echt? 600 Meter? Verbrecher töten. Ja, das war zu spät natürlich, ne? Kick it! Bam! Credo-Punkte! Glückwunsch, Sie haben den Rang Elite-Rekrut erreicht. Wuhu! 2 von 5 Massenereignismissionen haben wir geschafft.
Auch schön. Ich möchte gleich gehen wir in einen Bezirk rein, wo wir noch keinen Aussichtspunkt haben. Das ist dann immer weniger schön, aber na gut. Wir haben jetzt auch noch Schlösser knacken, ne? Dann können wir auch auf dem Weg dahin doch gleich nochmal... Ach, hier oben wäre auch die Hauptmission bald. Na dann, mal ausprobieren, wie man Schlösser knackt. Haben wir auch noch nicht gemacht. Dann drücken Sie X, wenn die Anzeige im sicheren Bereich ist. Der sichere Bereich ist da in der Mitte, ne? Seht ihr? Ding! Geöffnet. £250. Das Ganze wird natürlich noch schwerer. Da gibt es natürlich noch Level 2 und Level 3. Truhen. Und die haben dann 2 und 3 Schlösser. Und wenn man Level 3 Truhen öffnen will und nur den Skill Level 2 hat, dann ist der sichere Bereich ganz klein und super schnell bewegt er sich. Und im Gegensatz, wenn man den 3er Skill hat und dann eine 1er Truhe öffnet, dann ist das so groß wie Europa und bewegt sich ganz langsam. Dann kann man es eigentlich schon nicht mehr vergeigen. Wo muss ich denn hin? Da bin ich und... Einmal ganz außen rumlaufen, na gut, was will man machen, ne? Da habe ich mir auch gleich die schönste Mission ausgesucht, am Arsch der Welt. Aber na gut. Was willst du machen? Schießen darfst du nicht. Ja, ich muss ganz dringend auf Toilette. Deswegen hau ich ab. Seid gegrüßt, Meister. Was habt ihr mir Neues zu berichten? Na, zum Glück sind wir gleich da. Das Problem wird wahrscheinlich sein, wir müssen auch noch abgeben und wieder zurück. Nee. Nicht so stöhnen. Das könnte man ja gleich anderes denken. Ist echt am Arsch der Welt. Ich möchte mit euch sprechen. Sie haben den Großteil von Monsieur de Champs Bibliothek verbrannt. Bitte, rettet, was ihr könnt. Okay, mit dem Kontakt sprechen haben wir geschafft. Jetzt. Autsch. So. Och nö. Toter Mann? Willst du mich verarschen? Toter Mann? So, schön geblockt. Jetzt ist Ruhe hier, verdammte Kacke. Na, wie ist es? Es ist kein Schwein mehr da. Jetzt kann ich mir die ganzen Sachen auch so beschaffen. Hat so die Vorteile, ne? Ich gebe dir meine berühmte Zahnexplosion. Was wolltest du sagen? Ich habe dich leider nicht verstanden. Da sprudelte ein bisschen Blut bei dir aus dem Halse. So, mit X kann man natürlich noch ausweichen. Haben wir ja gelernt. Und das ist immer ziemlich gut, wenn gerade einer auf dich schießen will. Dann weichst du den nämlich auch aus. Noch einer ohne Fahrschein. So, und jetzt gib mir doch endlich einfach nur die Bücher. Ich will doch nichts mehr als die Bücher. Nur weil ihr mir alle im Weg steht, muss ich euch töten. Nee, nee, nee. Du quälst dich gerade noch ein bisschen, kann das sein? Erst plündern wir dich, dann töten wir dich. So. Gnadenstoß. Achso, aus dem Gebiet fliehen. Naja, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Ein paar schöne Tricks natürlich. Hui! Und weg. Yay! Für 500 Francs, ne?
Gut. Das wollte ich jetzt so nicht. Ich wollte jetzt eigentlich zur Karte. Mal gucken, was wir hier noch in der Nähe haben. Ist wieder gar nichts. Lame. Mysteriöse Mordfälle. Das ist auch cool. Machen wir auch irgendwann mal eine Mission. Aber zum Abschluss dieser Folge möchte ich... Na gut. Möchte ich noch diesen Aussichtspunkt holen. Ist auch wieder ein bisschen weg, aber das kriegen wir schon hin. Das müssen wir über kurz oder lang sowieso machen und es macht Spaß, über die Häuser hochzukraxeln. Faubourg Saint-Germain. Der neue Bezirk. Und ich weiß gar nicht, was für ein... Ich habe eben gerade nicht drauf geachtet, wie viel Diamanten dieser Bezirk hat. Auf jeden Fall wird er garantiert mehr als einen haben. Lustig wird es dann immer, wenn man auf die Fünferbezirke kommt. Da ist sogar das Aussichtspunkt beschaffen immer ziemlich ätzend. Aber naja. Das ist noch Zukunftsmusik, da müssen wir erstmal hinkommen, ne? Genau, das sage ich auch immer. Saint-Germain-de-Prés. Paris Saint-Germain, ne? Fußballmannschaft. Mit Ibra-Kadabra. So. Der ist bestimmt über uns und wir müssen darüber springen, ja? Dieser komische Punkt. Dann holen wir ihn später oder gar nicht. Das sind so die Sachen, wenn sie mir über den Weg laufen, nehme ich sie mit. Wenn nicht, dann bleiben sie halt da, wo sie sind. So, nach links rüber. So, Anno, das wirst du wohl schaffen, oder? Ach, das schaffst du. Na, das ist ja interessant. So cool die Spielmechanik auch ist, manchmal ist sie komisch. Oh yeah. Oh Leute, das ist ätzend, das kann ich immer nicht. So, doch, ist geglückt. Und epische Kamerafahrt incoming. Ne? Ihr wisst ja, was ich jetzt sagen wollte. Ich sag's einfach nicht. Denkt's euch. Todessprung, genau. Schwönchen. Gut, dann schauen wir uns jetzt nochmal den Händler an, der hier gerade ist. Der hier irgendwo rumstehen muss. Da. Hallöchen. Was habt ihr mir anzubieten? Verbrauchsgegenstände. Alles auffüllen. Den Button mag ich immer am liebsten. Für 380 Francs. Da haben wir jetzt erstmal Dietriche und Rauchbomben. Kirschbomben, glaube ich, haben wir noch. Und natürlich, ganz wichtig, unsere Heilung. Das ist das Wichtigste. Nun gut, Leute. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Und in der nächsten Folge fangen wir dann mal an, die nächste Hauptmission anzugehen. Da müssen wir nach Notre Dame rein und das wird auch schon nicht ganz einfach. Und dann machen wir das dann einfach mal, wenn ich hier diesen netten Verbrecher getötet habe, ne? Also Leute, bleibt mir gewogen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!